Als ich über die Feiertage Spy Family nachholte, war etwas Interessantes passiert. Beim Anblick des zweiten Openings dachte ich sofort, oh, das ist ein Shingo Yamashita Opening, das sieht man sofort. Beim Anblick des zweiten Endings, oh, das Ending haben sie ihn auch machen lassen, cool. Als ich die Credits im Anschluss checkte, war ich etwas verwirrt. Der Name Shingo Yamashita taucht gar nicht auf. Stattdessen sind zwei WIT Studio interne als Regisseure und Storyboard-Zeichner gecredited. Tetsuro Araki, Regisseur von Babel und Attack on Titan bis Staffel 3 Part 2 für das Opening und Takayuki Hirao, zuvor Regisseur bei UFO Table für God Eater und Gyo, für das Ending. Aber hier, ihr seht's ja gerade, diese Beleuchtung, die Farbpalette, die Kameraarbeit, das sind Yamashitas Stilmittel. Zuvor hatte sie angewandt beim zweiten Opening für Ranking of Kings, was wie Spy Family bei WIT Studio gemacht wurde. Haben Hirao und Araki Yamashitas Stile kopiert, nachdem er einmal ein Opening für einen Anime gestoryboardet und Regie geführt hat, der bei WIT entstanden ist? Dazu sei gesagt, dass Hirao und Araki beide nicht an Ranking of Kings gearbeitet haben, also auch eigentlich zumindest arbeitsmäßig keinen Kontakt hatten. Kam der Befehl vielleicht von WIT's CEO George Wada, nachdem er realisiert hat, dass das zweite Opening von Ranking of Kings sehr erfolgreich war? Oder waren die beiden schlicht inspiriert von Yamashitas Stil? Oder hatten sie ganz zufällig eine Vision, die in Yamashitas Richtung ging? Ich denke, wir sollten das Ganze mal aufschlüsseln und uns die Frage stellen, wer ist Shingo Yamashita? Shingo Yamashita, geboren 1987, zählt als einer der ersten Web-Animator, denn 2007 ist er bereits in die Anime-Industrie ohne den klassischen Werdegang gerutscht, den Schlüsselbild-ZeichnerInnen normalerweise durchlaufen. Das heißt, nicht unbedingt zwangsweise, aber es kann hilfreich sein, studiert man zuerst Kunst, Animation oder ähnliches, fängt bei einem Studio als Inbetweener und Second Key Animator an, bis man irgendwann die Möglichkeit bekommt, sich zu beweisen. Yamashita zusammen mit anderen Beispielen wie Ryo Taimo oder Kenichi Kutsuna sind jedoch direkt als Schlüsselbildzeichnerinnen in die Industrie gekommen, weil sie bereits online zur Anfangszeit von Social Media Animationen hochgeladen haben, die sie in ihrer Freizeit gemacht haben und sich so ein Portfolio aufbauten, um ArbeitgeberInnen zu beeindrucken. Damals war das ein Sprung vom Tellerwäscher zum Millionär. Eine besondere neue Sache, dass NeueinsteigerInnen so schnell zu wichtigen SchlüsselbildanimatorInnen werden konnten. Interessant ist, wie schnell sich dieses Bild ändern kann. Heute, 15 Jahre später, gilt die Bezeichnung Twitter Animator fast schon als abfällig, weil große Studios wie MAPPA oder WIT dafür bekannt sind, wenn zwar zu engem Zeitplan wird, Leute über diese Plattform anzuschreiben, die Animator in irgendeiner Form in ihrer Bio stehen haben. Wobei ich auf diesen Zug nicht aufspringen möchte, weil es unter der heutigen Web-Generation erstaunliche KünstlerInnen gibt. Beispielsweise Verkrieg, der im Dezember 2003 geboren ist. Der ist so viel jünger als ich, das macht mich fertig! Und das hervorragende Rap-Ending von Kaguya-samas dritten Staffel Regie geführt hat. Der ist mit 16 in die Anime-Industrie gerutscht, ey. Zurück zu Yamashita, der mit 20 bereits sein Talent auch schon unter Beweis stellen konnte. 2007 war er bedeutender Schlüsselbildzeichner von zwei Serien, die mit B anfangen. Einmal bei Bokurano, wo er beim Ending und mehreren Episoden beteiligt war. Besonders sein kleiner Cut in Episode 7 demonstriert sehr gut den Stil, für den er bekannt wird. Und einmal bei Bakano, wo seine Kunst in 4 Episoden zu sehen ist. Hier zeigt vor allem sein Cut in Episode 5 Yamashita Stärke, auf die ich gleich noch genauer eingehe. ...2008 wird Yamashitas großer Durchbruch. Im April startet die neue Macross-Serie im japanischen Fernsehen Macross Frontier und auch hier ist er wieder für mehrere Episoden zu sehen. Gerade die Tanzsequenz in Episode 4 ist hervorragend, weil Yamashitas Stil perfekt zu Rankas enthusiastischer Art zu tanzen passt. Was ihn unter Sakuga-Fans aber zum Legendenstatus katapultiert hat, ist seine Arbeit an Birdie the Mighty Decode. Mit Ryo Taimu, der wie gesagt ebenfalls zur damaligen Web-Generation gehört und der anschließend noch weiter Yamashitas Leben begleiten würde als Chief Animation Director für die gesamte Serie, fielen die Limiterketten von Yamashita ab. Da Ryo Taimu seinen AnimatorInnen ziemlich viele Freiheiten erlauben zu scheint und es entstanden die mitunter besten Action-Szenen, die es in Anime gibt. Yamashita ist, wer den Ton der Serie angibt, in dem bereits die ersten Action-Sequenzen von ihm animiert wurden. Und was der Typ kann und was ihn ausmacht, bekommt man noch die ganze erste Staffel zu sehen. Das Ending, was ich wirklich liebe, der Happy-Go-Lucky-Song, die kontrastreichen Farben, das Shading und eben diese super flüssige Animation, die komplett aus Yamashitas digitalem Stift kommt, beenden jede Folge trotz des teilweise sehr harten Inhalts der Serie mit einem Lächeln auf meinen Lippen.
Hier sieht man seinen fluiden Stil der Figuren in halbe Flüssigkeiten verwandelt, aber die Animationen transportieren dadurch so einen gewissen Schwung, bzw. lässt die Bewegung mehr ausufern, als wir uns sonst realistisch bewegen würden, weshalb es zumindest in meinen Augen aber nach einer flüssigeren Bewegung aussieht, als wenn dies nicht der Fall wäre. Lasst mich dazu auf Baccano zurückkommen und wie völlig anders diese Szene aus Episode 5 im Vergleich zum Rest der Serie wirkt. Die Gesichter, besonders die Augen, werden auf eine ganz andere Weise gezeichnet, als es sonst in der Serie der Fall ist und demonstrieren gemeinsam mit diesem zappelnden Typen, der wirklich keinen Frame stillhalten kann, wie ernst die Situation für ihn ist. Die Schattengestalt und wie es die Figur umschließt und aus dem Zug zieht, stellt den Höhepunkt dieser Eskalation dar und kennzeichnet, wie absurd die Szene ist, selbst im Vergleich zur restlichen Serie. Schauen wir uns beispielsweise eine Actionsequenz nur Minuten vor dieser Szene an, ist die Animation hier deutlich gezielter, was diesen Kampf weniger nervenaufreibend macht, was aber im Kontext der Geschichte völlige Absicht ist. Wenn wir zu Birdie zurückkehren, können wir Yamashita sogar dabei zuschauen, wie er immer mehr off-model geht, was zur Eskalation in der Serie wunderbar passt. Das meiste in der ersten Staffel von ihm bleibt dem treu, was wir bisher gesehen haben. Hier noch ein Beispiel aus Episode 9. Aber Staffel 2 ist, wo die Animationsqualität einfach nur noch pervers wird. Diese Szene aus Episode 7 von Staffel 2 ist so smooth animiert, dass es teilweise schon gerotoscoped aussieht, wie sich die Figuren bewegen, also über Realaufnahmen drüber gezeichnet. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Genauso hilft die uneinheitliche Linienführung und das Shading, den völligen Zerfall, die völlige Instabilität von Birdie zu zeigen. Und wenn wir zu Episode 12 springen, dann ist bereits alles zerfallen. Hier gibt's kein Charaktermodell mehr, an dem sich orientiert wird, keine Farben und Formen mehr. Hier kämpfen zwei Dickflüssigkeiten gegeneinander und der ganze Hintergrund wird in diesen Stil sogar mit hineingezogen. Das könnte so in Mob Psycho 100 vorkommen, wie es aussieht. Dieser Kampf ist so legendär, dass Regisseur Zack Snyder ihn gesehen hat und wohl als Inspiration für den Endkampf in Man of Steel diente, was, ja, kann ich sehen. Yamashitas Momentum war an diesem Punkt unaufhaltsam. 2010 startet das Anime-Reboot zu Yosakura Quartet, ein langlaufender Shonen-Manga, der nie große Aufmerksamkeit außerhalb Japans bekommen hat. Die erste Anime-Umsetzung davon kam 2008 und macht eher sein eigenes Ding, weshalb sie viele Fans nicht mögen. Ryotaimo sollte schließlich einen neuen Anime dazu machen und lieferte nur ein Jahr nach dem Ende von Birdie den nächsten Action-Anime ab, den ich als einen der bestanimiertesten überhaupt bezeichnen würde. Zu schade, dass ich ihn inhaltlich gar nicht mag. Nichtsdestotrotz ist Yamashitas Leistung, besonders der Kampf gegen den Titanen, eine absolute Augenweide. Die Serie würde 2013 ein vollständiges Reboot bekommen, weil diese OVA von 2010 bzw. 11 nur 3 Episoden lang geht und mittendrin spielt. Und dort animierte Yamashita einen sehr großen Teil von Episode 10, was sicherlich damit zusammenhängt, dass er diese Regie geführt und gestoryboardet hat. Vor dieser neuen TV-Serie von Yosakura Quartett kam aber Yamashitas bekanntester Auftritt dato, was Mainstream-Anime angeht, in Naruto Shippuden. Aber wie das so ist, wenn spezielle KünstlerInnen auf den Mainstream treffen, sorgt das für große Kontroversen. Am 1. Juli 2010 lief die 167. Episode von Naruto Shippuden und Leute, die absolut keine Ahnung von Animation haben und denken, sie wäre schlecht, wenn sie mittendrin pausieren und ein einzelner Frame dann irgendwie lustig aussieht, waren extremst abgeschreckt von diesem Kampf und wie wild er war. In einem Video von Crunchyroll sagt Yamashita selbst zu dem Kampf, dass sie ihn nicht alles haben machen lassen, was er eigentlich tun wollte, was so klingt, als hätten sie ihn sogar noch davon abgehalten, völlig durchzudrehen mit der Animation. Aber auch das, was da ist, finde ich großartig. Wenn man nicht aus irgendeinem Grund auf Pause drückt, sondern Animation halt laufen lässt, so wie das halt funktioniert, bemerkt man, welches Gewicht diese Animationen tragen. Ich meine, wenn du ins Gesicht geschlagen wirst und dein ganzes Gesicht dann wobbelt, zeigt das A, wie hart dieser Schlag gewesen sein muss, aber auch B, wie widerstandsfähig du sein musst. Zusätzlich passt das Gewobbel zu der Otherworldliness, die Narutos Transformation verkörpert. Dazu sei gesagt, dass Yamashita in dieser Episode von seinem großen Vorbild Norio Matsumoto begleitet wurde, der bereits seit den 80ern aktiv ist. Wenn ich euch diese Szene aus dem Sengoku Basara Anime zeige und hätte euch erzählt, dass das Yamashita sei, würdet ihr mir wahrscheinlich glauben, oder? Nee, ist Matsumoto. Tatsächlich sind die beiden oft an den gleichen Anime beteiligt. Matsumoto hat auch für Bokurano, Yosakura Quartett und Birdie animiert. Ich habe diesen Part aber bis hierhin aufgehoben, weil sie hier beide an der gleichen Episode gearbeitet haben. 2 Jahre später war das erste, was man von Yamashita 2012 zu Gesicht bekommen würde, das 20. Ending, was Yamashita wortwörtlich im Alleingang gemacht hat. Regie, Photography, In-Between, Storyboard, Schlüsselbilder, alles daran war Yamashitas Werk, was man in seiner Ähnlichkeit zum ersten Birdie-Ending deutlich sieht.
2013 kam noch das 13. Opening dazu, was er wieder Regie geführt und gestoryboardet hat, aber dieses Mal nicht komplett im Alleingang gemacht hat, da auch zahlreiche andere SchlüsselbildzeichnerInnen gecredited sind. Bis 2018 ist die Zeit, wo es ein wenig schwammig wird, weil ich für gewisse Dinge keine genauen Daten finden kann und daher nur Annahmen nachgehen kann. Heutzutage ist der Maßstab wichtiger Animator und Regisseur im Kosmos von der Anime-Produktion Schmiede Twin Engine. Ende 2014 wurde Twin Engine vom ehemaligen Neutamina-Editor Koji Yamamoto gegründet und die Firma hat sowohl eigene Studios wie Geno Studio, Studio Colorado oder Studio Kafka, wie auch ziemlich enge Beziehungen zu Studios wie Wit Studio oder MAPPA. Twin Engine ist beispielsweise Produzent von Cabernary of the Iron Fortress, Vinland Saga oder allen Kinofilmen wie Colorado, wie zuletzt Drifting Home. Wann genau Yamashita zu Twin Engine dazugestoßen ist, weiß ich nicht. Die Anime, an denen er bis 2017 gearbeitet hat, sprechen eher dafür, dass er noch eine Weile als Freelancer unterwegs gewesen ist. Beatless, Tokyo ESP, At Home, The Beginning, Fate Apocrypha und noch ein bisschen mehr finden sich da. Bis ich dann die dritte Staffel von Fasting Days in 2017 sehe, eine Webserie von Colorido, wo er eine Szene animiert hat. Ein Jahr später läuft das vierte Boruto-Opening, gemacht von einem neuen Team innerhalb von Colorido, Team Yamahitsuchi. Angeführt wird es von Kawano Tatsuro, der seinem Kumpel und Kollegen Ishida Hiroyasu bei der Animation für den 2009 erschienenen Kurzfilm Fumiko's Confession ausgeholfen hat. Fumiko's Confession gilt quasi als der inoffiziell erste Colorido-Anime, denn auch wenn Colorido erst 2011 gegründet wurde, ist es genau dieser Stil von den beiden, für den das Studio bekannt wurde. Zurück zum Boruto-Opening, was die Gründung von Team Yamahitsuchi darstellt. Yamashita ist fester Bestandteil dieses neuen Teams und übernimmt dort abseits vom Zeichnen oft technische Aufgaben wie Director of Photography, welcher für das Compositing verantwortlich ist. Auf Deutsch übersetzt heißt das, er setzt das Bild zusammen. Selbst wenn mehrere Dinge gleichzeitig auf dem Bild geschehen, heißt das nicht zwangsweise, dass alles von derselben Person gezeichnet wurde. Der Director of Photography nimmt die Zeichnung, also Hintergrund, die Animation und vielleicht noch Komparse, die durch den Hintergrund laufen, und fügt sie zu einer Szene zusammen. Genau das hat Yamashita für dieses Opening gemacht. 2019 führt er dann Regie und storyboardet ein Anime-Musikvideo für League of Legends und führt ebenfalls Regie bei der vierten Staffel von Fastening Days. Was ich irgendwie komisch finde, ehrlich gesagt, weil von allen Dingen trägt Fastening Days vor kaum seine Handschrift. Yamashitas Stil würde sich ändern und Fastening Days sieht wie der Zwischenschritt aus dem Wobbly Yamashita und dem Shiny Yamashita aus. Letztlich ein Kurzfilm, der nichts weiter als Ishidas Stil imitiert. Vielleicht waren ihm die Hände gebunden, immerhin war es ein vierter Teil einer Werbefilmreihe für eine Firma, die verdammt nochmal Zipper herstellt. Wieso brauchen die Anime-Kurzfilme als Werbung? What the fuck? Nur einen Monat später, im Januar 2020, sehen wir den neuen Yamashita in Form von Pokémon Twilight Wings. Seht ihr dieses Licht, dieses Shading, diese Wärme durch die weichen Farben und die Beleuchtung? Ich liebe, wie diese Pokémon-Anthologie aussieht. Im gleichen Jahr erscheinen noch Um ein Schnurrhaar und Burn the Witch von Colorido, wobei Burn the Witch von Team Yamahitsuchi übernommen wurde und beide nutzen ein bisschen eine abgeschwächte Form von dieser Art Beleuchtung, wie man sie von hier an in allen Yamashita-Werken sehen würde. Gleichzeitig zu Burn the Witch, woran Yamashita scheinbar nicht gearbeitet hat, läuft im japanischen Fernsehen nämlich noch Jujutsu Kaisen und dessen beiden Openings wurden von Yamashita Regie geführt, gestoryboardet, composited und geschnitten. Alles leuchtet und funkelt und die Farben haben sowas Warmes, obwohl Jujutsu Kaisen nicht unbedingt die Feelgood-Serie ist, was dem Ganzen beinahe eine gewisse Melancholie gibt. Laut Yamashita selbst kam Jujutsu Kaisen Mangaka Akutami Gege auf ihn zu, schenkte ihm die ersten beiden Bände und meinte, wenn irgendwann mal ein Anime zu meinem Manga angekündigt wird, will ich, dass du die Openings machst. Und promises kept, baby. Ich liebe die Farbpalette, die hier genutzt wird. Von entsättigtem Gelbgrün zu Blau zu Lila. Es hat so eine, das wird jetzt total doof klingen, helle Dunkelheit, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Szenen finden eigentlich nie zu Tag statt, nur Sonnenunter- bzw. Aufgang und Nacht. Und trotzdem wirkt's nicht dunkel. Gott, ich wünschte, ich hätte Ahnung von Kunst und könnte in vernünftige Worte fassen, worüber ich hier gerade reden möchte. Neben Jujutsu Kaisen sieht man Yamashitas Arbeit ausgerechnet noch bei Hololive Alternative, für dessen Promo-Video er als Director of Photography diente. Am Ende kommt mein Leben immer wieder auf VTuber zurück.
2022 fängt mit einem der besten Openings des Jahres an und vielleicht auch mit einer von Yamashitas besten Arbeiten. Ranking of Kings zweites Opening. Wieder Regie geführt, gestoryboarded, composited und geschnitten von The Man himself. Ich liebe Anime-Openings, seriously. Es gibt nur die, die mir richtig hart auf den Sack gehen. Doch selten macht mich ein Opening so emotional wie das zweite von Ranking of Kings. Die Serie und ihre emotionalen Storybeats werden so perfekt eingefangen. Besonders der Zusammenschnitt von den besonderen Elternteil-Kind-Beziehungen innerhalb der Serie. Daida mit dem Spiegel im Dutch Angle, Bebin und wie sehr er seine Schlange liebt, Kage und seine Mutter und Bocchi und seine Mutter. Vor allem die letzten beiden machen jedes Mal was mit mir, ey. Worauf ich hier aber noch eingehen möchte, ist die Kameraarbeit. Yamashita schwingt gerne mal die Kamera ein bisschen umher und hier lässt sich's perfekt zeigen, wie es macht. Neben sehr komplexen Panning-Shots, die simpler aussehen, als sie zu animieren sind, benutzt er gerne diese Kameradrehung um, ich sag mal so, zwischen 45 und 90 Grad im schnellen Schnitt. Hier sieht man, dass er den Schnitt selbst übernimmt, um sowas überhaupt hinzubekommen. Die Animationen zusammen mit der Kameradrehung bewegen das Bild so sehr, dass die schnellen Schnitte zwischen den Szenen gar nicht auffallen, weil wohin das Auge schauen soll, perfekt gelenkt wird. Auch in den Jujutsu Kaisen Openings gibt es Schnitte, die so perfekt funktionieren, wie der Übergang vom rennenden Panda zum Sensei und dem blauhaarigen Mädel. Wenn ich das zweite Ranking of Kings Opening neben das zweite Spy Family Opening stelle, dürfte so langsam klar werden, warum ich so verwirrt war, oder? Ein schneller Schnitt auf Anya mit dem Feuerwerk, der im Dutch Angle gefilmt ist, diese Szene, wo Anya und Yor durch ein Feld laufen, hat genau das Shading und die Beleuchtung eines Yamashitas und gerade das Ending nutzt einfach 1:1 die Farbpalette der Jujutsu Kaisen Openings. Little did I know, Yamashita war schon beschäftigt und hat gleich zwei Openings im Herbst 2022 abgeliefert. Chainsaw Man's Opening, wieder Regie, Storyboard, Photography, Schnitt, ihr kennt den Deal, vermischt Yamashitas Stil mit einer Anzahl an wirklich liebevollen Filmreferenzen. Ich glaube, mehr brauche ich zu dem Opening gar nicht zu sagen, ihr habt's eh alle schon millionenmal gesehen. Was ihr eher nicht gesehen habt, was mich wundert, weil Ranma ein Hype hierzulande ziemlich beliebt ist, ist das Remake von Rumiko Takahashis Klassiker Urusei Yatsura, dessen Opening von Yamashita Regie geführt und gestoryboardet wurde. Ihr habt richtig gehört, nicht geschnitten oder composited. Und halt, ganz so geil wie seine anderen Openings finde ich's nicht. Da sind immer noch gute Szenen drin und seine Farbpalette passt perfekt zu Urusei Yatsura. Doch obwohl der Song ziemlich energetisch ist, überträgt die visuelle Ebene diese Energie nicht ganz auf mich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Chainsaw Man einfach höhere Priorität hatte. Das Ding hat so komplexe 3D-Shots, das war wahrscheinlich seine aufwendigste Arbeit dato. Von einem der besten Animatoren der ersten Web-Generation hat sich Yamashita zu einem großartigen Schaffer von Anime-Openings hochgearbeitet und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der nächste logische Schritt wäre, dass er irgendwann selbst eine TV-Serie Regie führt oder zumindest Animation Director für das Projekt wäre. Wobei er von seinem klassischen Animationsstil ja eher gewichen zu sein scheint und sich nun mehr auf technische Aspekte fokussiert, wie eben Kameraarbeit, Schnitt und Co. Vielleicht wäre Animation Director also gar nicht mehr in seinem Interesse. Nichtsdestotrotz ist Yamashita gerade mal 39 und bekommt sicherlich noch genug Gelegenheiten, sich zu beweisen. Besonders die immense Popularität vom Chainsaw Man Opening könnte ein weiteres Mal neue Türen für ihn öffnen und ich will die auf jeden Fall geöffnet sehen. Danke fürs Zuschauen, eure Miki.